Hallo liebe Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vortex. So, wir sind wieder mitten in der Nacht und kämpfen ums Überleben. Schnell nochmal speichern. So, ich weiß nicht, ob noch was auftaucht. In der letzten Folge ist der hier aufgetaucht, der so zu hier schön mit dem Kopf im Stein hängt. Ich kann es nicht sagen, ich komme hier vor allen Dingen nicht raus. Weil alles zugebaut ist. Ich kann auch nichts aufnehmen hier, doch den kann ich aufnehmen. So, jetzt hänge ich hier in der Luft. Ich kann auch auf unser Haus. Ja, springen kann der gute Mann echt sehr gut. Jetzt bin ich doch hier unten. Egal. Dann kann ich die hier auseinandernehmen, hoffe ich. Hallo? So, den haben wir. Da ist doch noch was draußen. Das hört sich an wie echt wie ein großer. Ja gut. Ich bin echt mal... Ich möchte echt vielleicht auch mal ein bisschen was bauen. Ein bisschen was anderes auch. Waffentechnisch hatten wir schon alles. Diesen Bunker mal bauen. Wachturm. Bietet Schutz und du kannst dort das Spiel speichern. Mehr als Schutz bieten und das Spiel speichern kann man wahrscheinlich auch nicht. Wo kriege ich die her? Wo kriege ich die her? Obwohl, ich glaube, ich baue mal so hier, so ein als nächstes. Oh, die Fackel ist ausgebrannt. Ganz schön fett das Teil, ne? Verstehe ich nur noch nicht ganz, wie man da oben drauf kommen soll. Außer springen. So, habe ich noch so ein Ding dabei? Habe ich. Aber soll ich mir das jetzt noch, soll ich das jetzt noch anzünden? Ich weiß es nicht. Kann ich ja immer noch. Obwohl ich eigentlich mit unserer Hütte hier zufrieden bin, relativ. Wird wenig angegriffen und, bietet doch Schutz. Ah, es wird schon langsam wieder hell. Das heißt, hoffentlich ist die Odyssee jetzt vorbei. Ich kann es nicht sagen. Irgendwas watschelt da draußen noch rum, aber ich weiß halt nicht was. Aber ich glaube nicht, dass es noch Viecher sind. Doch. Da kommt wieder so ein Viech. Puh.
kriegst das, du blödes Mistviech. Der frisst aber viele davon. Jetzt ist er tot. Genau hier reingefallen. So, ich glaube aber noch einer kommt nicht. Ich hoffe es nicht. Und wenn dann, wenn ja, egal, ich trau mich jetzt raus. Ich will die auseinandernehmen. Na komm. Oh, da ist schon wieder einer. Ich glaube, dieses Schreien heißt einfach immer nur so, ah, ich weiß, wo er ist. Hässliche Viecher. So, kann ich das da auch auseinandernehmen? V? So, jetzt haben wir echt viele Knochen. Ja, ist ja gut. So, nichtsdestotrotz muss ich die Dinger ja irgendwie wieder aufstellen. So, die lege ich mal alle dahin. Ich hoffe, die bleiben da auch liegen. Da rennt ein Vogel rum. Aber ansonsten ist hier echt Ruhe gerade. Na, was heißt echt Ruhe? Wir kommen einfach nur gut damit klar im Moment. So. Boah, was für ein Scheiß hier alles schon liegt, ne? Aber ich brauche halt den Platz, ne? So, die Gesundheitsblumen, die behalten wir auf jeden Fall im Inventar. Ist immer besser. Oh, hier ist noch einer. Hallo? Lass das mal. Jetzt habe ich keine Speere mehr. Weg. So liegt der gleich passend, ne? Wow! Alter, verpiss dich. Alter. Wie viel kommen da noch jetzt? Soll ich das denn hier alles mit Fallen zupflastern, ey? Hallo? Und ich brauche mehr Speere. So, haben wir jetzt Ruhe? Ich müsste langsam mal wieder was essen. Und trinken vor allen Dingen. Mir ist egal, ich hole mir jetzt einfach was.
So, den lassen wir mal. Den Vogel, wir haben Essen und Fleisch genug, ehrlich gesagt. Hier rennt schon wieder einer rum. Wo bist du? Da bist du. Komm, renn in die Falle. Ha, und auch noch die Falle ausgelöst, du Scheißviech. Alter Finne. Ich bin gespannt, wie viele noch kommen sollen. Ah ja, was ich ausprobieren wollte. Wir haben ja hier einen großen Berg, ne? Können wir da vielleicht dieses Shelter einbauen? Könnte man, ist es nur zu groß, zu klein. Aber hier ginge das so an den Rand. Könnte es natürlich auch einfach hier so hinbauen, ne? Aber hier geht's wieder nicht. Weil die Viecher ja halt nicht so gern in Steine reingehen. So, ich lasse das mal einfach so. Wir können es ja mal ausprobieren. Speere kann ich da reinklatschen, die ich jetzt natürlich auch nicht mehr habe. Aber nicht so schlimm. Wir brauchen sowieso Platz, um Sticks zu sammeln ohne Ende. Boah, wir haben hier so viele Leichen liegen. Wir brauchen so viele Sticks jetzt. Tja, dann kloppen wir mal Sticks. Weil wir natürlich auch noch ein Lagerfeuer brauchen. Wegen der Ausdauer. Obwohl, wir können uns ja mal so einen Ding basteln hier, ne? Da müsste ich doch irgendwo hier auch noch die Dinger für rumfliegen haben. Oh mein Gott. Ich finde hier nie was wieder. Ich hätte das mal sortieren sollen, ein bisschen zumindest. Aber wenn's, wenn die Safe Games wenigstens einigermaßen wieder da wären, ne? Dann könnte man das sogar. Ach egal, ich schlag mir einfach neue. Ich glaube, zwei reichen, ne? Genau, dann bastel dir das mal. Hui! Dann geht unsere Ausdauer auch nicht mehr runter. Wir können jetzt umkloppen, wie wir wollen hier. Kann ich eigentlich auch mehr tragen? Nein, leider nicht. So. So, das war das Feuer. So, schon keine Sticks mehr. Aber wir haben ja hier direkt welche vor der Tür. Das sollte ja gehen. So.
Das da können wir jetzt irgendwie mal wieder nicht ran. Oh, ich hänge hier total fest immer. So, das ist fertig, lässt sich aber nicht richtig aufstellen. So, die hier lässt sich auch nicht mehr wieder aufstellen. Das ist ja traumhaft. Ich weiß noch nicht, ob die dann auch nicht mehr funktionieren. Ich habe schon wieder total viel Mist hier im Inventar. Das Ding hat sich auch gerade verbraucht, dieser blaue Kristall. So, die lässt sich auch nicht mehr aufstellen. Ich weiß nicht, ob die noch wirken dann. Keine Ahnung. So. So, die lässt sich wieder, die stellt sich wieder auf. Sehr schön. Lässt sich die jetzt auch wieder aufstellen? Nee, ne? So, haben wir doch jetzt alle wieder, ne? So, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das noch was bringt, aber die kommen auf jeden Fall schwieriger hier ran. So, dann habe ich doch noch ein paar über, ne? So, die klatsche ich da dran, ne? Ich habe so viel von den Knochen, ich könnte auch eigentlich nur Knochenfallen bauen. Das ist, wo ist eigentlich mein Hammer? Was hast du denn für ein Problem? Blöder Vogel. Blöder, blöder Vogel. So, irgendwo war da der Hammer bei, ne? Nee, war er nicht. Hallo? Habe ich alles aufgenommen, was ich so gefunden habe, und jetzt mache ich irgendwo eine Knochenecke. Am besten hier. So. Da kommt das ganze Knochenzeug hin. So, mehr kann ich nicht aufnehmen. Sind die jetzt hier weggesprungen? Nee, das sind Speere. Die liegen überall verteilt, weil ja, man verwirft ja auch viele davon, ne? So. Hier hinten auch. Na, den kann ich schon nicht mehr aufnehmen. So, ganz viel Knochen. So, ich hoffe, die bleiben da auch liegen. So, hier sind auch noch Knochen ohne Ende drinne. Was habe ich noch dabei? Fleisch. Das wird sich auch nicht hier drin halten, deswegen schmeiße ich es einfach hier in die Ecke.
Ach, wollte ich gar nicht. Das wollte ich bauen. Das schreckt die vielleicht ein bisschen ab. Oh, guckt euch das an. Kommt ihr hierhin, passiert mit euch das Gleiche. So, jetzt habe ich die Kiste da frei. So, dann packe ich hier jetzt sowas wie Leder rein. Was da auch mal wieder total toll drinne bleibt. Naja, ich sollte die Kiste da abreißen einfach. So, da komme ich nicht ran. Ist aber auch egal. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich möchte noch gern speichern. Hallo? So. Speichern wir einmal, setzen uns hier in unsere schöne Hütte rein. Und ich sag euch, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Projekt. Bis dahin, macht's gut und ciao.